Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Weiter geht's, Soundcheck. Bei Rocks Zähnen. Ich werde krank, das spüre ich. Ich wünschte, wir könnten alle runterschneiden. Ich frage mich eigentlich immer noch, wo war das nochmal gewesen? Kriege ich dieses blöde Lied aus meinem Kopf. Und hier hoch. Aber eigentlich ist das nicht so wichtig. Ich will hier durch. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Hier war ich schon drin. Hier gibt es keine zweite Fenster. Oh, da wurde ich ja fast eben gesehen. Hey, da unten ist ein. Ich bin so hungrig. Für meinen Geschmack nicht. Ich
Ich sehe noch dein Gesicht. War das ein höher? Ich erkunde mal ein bisschen. Es zieht der Totenkarren, der kommt. Vielleicht geht's. Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Talbots Frau hat den Tod im Badezimmer gefunden. Selbstmord wegen der Schwermut. Überall war Blut. Mist. Sie hat gerade den Boden gewischt, als ich vorbeikam. Das macht sie schon, seit sie ihn auf den Karren gelegt haben. Der Boden ist blitzblank, das sag ich dir. Das Wetter schlägt um. Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Mein Nacken schmerzt. Jemanden gesehen, glaube ich. Du musst Augen wie eine Katze haben. Ich wollte sowieso keinen Ärger. Ihr seht mich nicht. Wo führt das hin? Na, wenn das mal kein Freudenhaus ist. Ach, hier nicht? Wieso suche ich eigentlich noch nach dem Bild? Ich finde es sowieso nicht. Ja, ich bin... Was ist aus dieser Stadt geworden? Ja,
Ich würde sagen, mal Schloss knacken. Die Nacht dauert ewig. Überall Ratten. Ach, nur das? Ich würde sagen, ja. Komm mit. Jemand will dich sehen. Und wer? Warum mich? Dein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's ja wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon, du. Wir brauchen das. Bessel. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Dann habt ihr jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich misch mich nicht in Politik ein. Ah ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt's so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Okay, Halluzination. Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen... Ein Politiker, der stehlen lässt... Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache stiehlt. Ich hole euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Das Haus der Blüten. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron.
Geh erstmal zu Basso. So. Die Bäckerei hat plötzlich zugemacht. Ja, das Brot war schimmlig, aber es war immerhin Brot. Wusstest du das nicht? Er wurde gehängt wegen Götzenverbrechen. Vermutlich war er nur mit den Sondersteuern im Verzug. Ich friere. Da bin ich immer schnell durchgehutscht, ne? Seht euch um! Seht euch euer Zuhause an! Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung, doch nun verrottet die Stadt! Extra Auftrag. Wie wär's? Schon mal von Dayport geträumt? Wein, Frauen, Straßen, die nicht stinken? Das wahre Leben. Schnelles Gold für einen wie dich. Ich wusste, das gefällt dir. Du magst es schwierig, was? Kleinigkeit für den besten Dieb der Stadt. Sei so nett und lass dich nicht erwischen. Was hat Northquest uns gegeben? Eine da muss ich hin. Fortschritt auf Kosten des Volkes? Orion hat uns gewarnt, dass die Wache das Blut unserer Freunde vergießen würde. Das so, erstmal werden die Nebenaufgaben abgearbeitet. Das gibt nämlich Geld. Und wir sagen hier durch. Hey, da ist es richtig. Da geht's richtig lang. Leck. Ich bin kein Feigling. Aber hier ist es nicht mehr sicher.
Ich glaube, ich gehe durchs Haus. Sich durch die Gassen zu schleichen. Bin ich hier richtig? In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Ja, da muss ich hin. Oh, das ist weit weg. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.